Um Bäume auszureißen, muss man was essen und dann die Schaufel an dem Baum nutzen. Cool. Gegessen habe ich. Äpfel habe ich jetzt auch oder einen. Der sicher auch. Wohnen bei dir eigentlich die gleichen Tiere? Wohnen hier. Nee, wohnen andere. Ich war mir nicht sicher, ob die Starttiere nicht vielleicht alle gleich sind. Norbert und Ilona, besuchen wir die mal. Oh, Norbert ist ja cool. Hey! Norbert mag ich. Der hat ein T-Shirt an. Das T-Shirt ist super, oder? Da steht einfach nur Gold. Und hat ein goldenes Fell. Sonst nichts. Gold. Hey! Habe ich dich erschreckt? War nicht böse gemeint. Manchmal muss meine ganze Energie einfach raus. Du bist ein Besucher hier, oder? Cool. Ich heiße übrigens Norbert. Es wäre schön, mit jemandem von woanders befreundet zu sein. Ich finde auch. Ich finde das auch gut, Norbert. Huch, brauchst du vielleicht meine Hilfe, Squirt? Lass uns plaudern. In diesem Raum beginne ich jeden Tag mit einer dreistelligen Anzahl Liegestützen. Irgendwie springt die Kamera dauernd so komisch rum, oder? Manchmal schlafe ich dabei auch ein. Aber das zeigt nur, wie wenig das mein Puls noch hochtreibt. Dann mach halt mehr Liegestützen oder so. Oder andere Übungen. Mach Handstand-Liegestützen, Norbert. Aber ich glaube, du hast zu kurze Arme und einen zu großen Kopf, oder? Schade. Versuchen wir mal noch. Ah, hier wohnen ja voll die Nashörner. Das ist ja witzig. Ah! Die Nase kenne ich noch nicht. Du bist nicht von Kokolint, oder? Machst einen auf Turi. Bei uns kann man es echt aushalten. Will gar nichts anderes aus deinen zarten Mündchen hören. Ich bin übrigens Ilona. Kannst jederzeit relaxed bei mir abhängen. Boom. Bei welchem Wehwehchen darf ich dir noch das Pflasterchen halten? Das Patschehändchen halten. Was lese ich denn? Boom. Lass mal quatschen. Du wurdest von Celia eingeladen, oder? Kennst du schon ihr episches Pseudonym? Als ich von dem Wind gekriegt habe, dachte ich, mein Kleinhirn wandert aus. War sogar etwas blass vor Neid. Sitzt und bist du angeschnallt? Dann sage ich's dir jetzt. Geschmackvolle Künstlerin. Cooler geht's nicht. Das stimmt. Kann ich in deinem Schlafsack schlafen? Gute Nacht. So. Coole Bewohner hast du, Cludo. Ziemlich coole Bewohner. Ich mag meinen Hund auch. Ich meine, ich habe einen Ninja-Hasen. Ich darf mich nicht beschweren, aber ziemlich cool. Ah, du hast auch schon so einen Überflüssespringstab. Das ist ja praktisch. Das ist ja cool. Oh, du warst offensichtlich, merke ich gerade, auch schon sehr fleißig am Unkraut jäten. Good morning, Kokolint. Wenn ich das so sehe, sollte ich vielleicht auch fleißig Unkraut jäten. Und vielleicht auch meine eigenen Designs machen. Und vielleicht auch Blumenbeete pflanzen. Ich meine, jetzt habe ich eine Schaufel und eine Axt. Es gibt uns wieder neue Möglichkeiten. Das ist schon ziemlich cool. Klaue ich jetzt dir eigentlich, der Cludo, die Stöckchen, wenn ich hier so die Bäume schüttle und so? Weil das wäre ja doof. Moment mal, wo habe ich da unten gerade diesen gestrandeten Pelikankerl gesehen? Gulliver. Ahoi, ich bin ein Seemann auf den sieben Meeren. Nenn mich Gulliver. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann erneut. Wer weiß. So funktioniert das eben beim Reisen. Man hält die Luft an, taumelt über Bord und hofft das Beste. Was? Der hat eine interessante Art zu reisen.
Luft anhalten, über Bord taumeln und hoffen. Okay. Und du? Okay, das ist ein seltsamer Bug. Ich habe den gerade angeklickt, um mit ihm zu reden. Anscheinend ist jemand heimlich verschwunden. Ist gerade meine Internetverbindung oder war das irgendein komischer Glitch? Weil ich habe den angeklickt, es kam keine Textblase. Dann wollte er weggehen und hat den Moonwalk gemacht. Und ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Ah, ich wollte gar nicht verschwinden, aber es kann schon sein, dass auch meine Internetverbindung für die Switch hier im Arbeitszimmer nicht die beste ist. Wobei, nee, wir haben auch schon Crash Bandicoot hier gespielt und so. Das müsste passen. Naja, komisch. Jemand ist nach Hause gegangen. Wie jetzt? Wer ist denn nach Hause gegangen? Aber ich bin doch immer noch auf... Ja, schon. Hm. Das war komisch. Das war seltsam. Wie auch immer. Ich finde meine Bewohner doof, sagte Cluedo. Ach was, die sind doch beide super. Ich finde die super witzig. Ich finde die total cool. Ich mag mein Punk-Hündchen auch echt gerne und meinen Ninja-Hasen, aber die beiden sind schon echt cool. Ich nehme die gerne bei mir auf, wenn du willst. Ach so, den habe ich gar nicht gesehen, glaube ich, den Mark. Dass der auch hier auf der Insel war. Und wenn jemand von der Insel geht, wird alles neu geladen, oder wie? Das ist ja ein bisschen komisch. Kann man hier eigentlich auch sitzen? Nee, kann scheinbar hier nur schlafen. Na, warum nicht? Na gut. Ich glaube, ich fliege dann auch wieder heim, Ludo. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen noch meine Insel mit den neuen Werkzeugen verfeinern. Vielleicht auch wirklich schon mal ein paar Blumen anpflanzen und so. Das ist schon eine gute Idee. Die brauchen ja auch, bis die wachsen. Ich werde mal auf meine Steine hauen mit der Schaufel. Das Glänzende ausgraben, was wahrscheinlich Geld ist. Und mehr. Ich will lieber wieder Cleo und Bella haben. Und die Bewohner, die man aus den Zelda-Amiibos bekommt. Ha, welche Bewohner kriegt man denn da? Na, dann komme ich bei dir gleich mal vorbei, wenn du nichts dagegen hast. Ne, klar, super. Immer wieder schön, Besucher auf Kukulint begrüßen zu dürfen. Was kann ich für dich tun? Ich will nach Hause. Roger. Roger, Roger. Heimkehren wird vorbereitet. Alles Roger. Dann mal allzeit guten Flug. Sehr schön. Rühre nicht den Powerknopf. Okay, machen wir nicht. Okay, bis später. Mach's gut, Fichtenholz. Bis dann. Hier spricht euer Captain. In Kürze erreichen wir Squidopia. Bitte bereit machen zur Landung. Bleibt vor den Sitzen und aufrechter Position und prüft, ob jemand anderes über die Ortszeit beträgt 13:56 und der Himmel ist wolkenlos. Auch die Temperatur ist ganz okay. Gut festhalten. Nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft mit der Wasserlande. Irgendwas. Bla bla bla. Vogel Medoli, Schwein Gennen, Wolf Link und Epona. Wirklich als Bewohner? Das ist natürlich schon sehr cool. Yeah. Die trägt bei mir schon den ganzen Tag Holz spazieren. Was machst du denn da eigentlich? Die Insel ist echt mickrig.
Oder wie erklärst du dir sonst, dass wir uns ständig auf die Füße treten? Ich will plaudern. Hast du schon rausgekriegt, dass man außer auf Festplätzen überall Möbel aufstellen kann? Seitdem ich das weiß, juckt mir in den Fingern, irgendwo eine öffentliche Parkbank oder so hinzustellen. Falls du einen knallharten Einfall in der Richtung hast, nur raus damit. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Okay. Hab ich vor. Jetzt werde ich aber erstmal... Ah ja, genau, die Ocarina benutzen. Verdammt. Kann man... Kann man da nur einen Ton spielen? Wenn man mehr spielen kann... Ah, der spielt random Töne. Cool. Ah, das war ein richtig gutes Lied. Ich glaube, da werden wir noch viel Ocarina spielen mit dem Random Song Generator. Nein, kein Loch graben. Wir machen. So, ich will den reinhauen. Shit, ich habe ihn kaputt gemacht. Wachsen neue Steine in dem Spiel? Ich glaube, ich sollte auch Unkraut jäten. Aber das ist ja voll cool. Durch den Besuch bei Cluedo können wir jetzt quasi schon Sachen machen, die eigentlich für morgen vorbehalten wären. Ich habe jetzt gerade Eisen gefunden. Jetzt können wir irgendwas craften, das wir vorher nicht craften konnten. Weiß nicht mehr genau was. Ach, komm schon. Ah ja, stimmt. Ich kann jetzt ganze Bäume ausgraben, weil ich so viele... Ach so, ich habe den Stein gerade zerschmettert, weil ich Kirschen gegessen habe. Ich verstehe. Deswegen wird oben der Counter weniger. Ich habe jetzt noch 8-mal Superkraft quasi. Aber all die Steine kaputt hauen? Weiß gar nicht, ob ich das will. Dann habe ich keine Steine mehr. Steine werden täglich neu. Gut, das ist gut. Dankeschön, Cluedo. Das beruhigt mich. Dann werde ich die Steine zerschmettern. Wie der schreckliche Hulk. Moment, der schreckliche Hulk? Der unglaubliche Hulk ist es eher. Aber schrecklich ist er auch. Schrecklich unglaublich. Ah, hier. Sternis. 1000 Sternisack. Na, nicht schlecht. Ach ja, wartet mal. Ich könnte einen kleinen Obstgarten pflanzen mit dem Apfel und dem Pfirsichen. Wo ist denn mein Zelt? Will ich bei mir in der Nähe irgendwo mal machen. Vielleicht hier oben. Wie viel Abstand brauchen denn Bäume voneinander? Können die direkt nebeneinander stehen? Ich lasse mal immer... Ich behaupte einfach mal, dass hier ist ein Apfelbaum. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Dann ist immer mit einem Feld Abstand. Andere Bäume jetzt hier. Wenn Pflanzen überhaupt so funktioniert. Ah ja, ein Pfirsich pflanzen. Perfekt. Cool. Noch einen Pfirsich pflanzen. Mindestens ein Feld Abstand. Okay, cool. Du kommst mal her, Baum. Ich pflanze mir mal woanders hin. Und hier pflanzen wir auch noch einen Pfirsich. Ah ja, warte mal. Das ist ein. Ich habe jetzt wirklich einen Kirschbaum und einen Laubbaum. Dann könnte ich auch mal schauen, was das hier ist. Huch, ah ja, genau, meine Tasche ist voll. Was soll ich machen? Wieder einpflanzen erstmal. Das ist schon witzig. Okay, wartet mal. Ich möchte hier nämlich noch den letzten Pfirsich pflanzen. Dann kann ich nämlich den Baum hier ausgraben. Und schauen, ob das ein Laubbaum oder ein Apfelbaum ist. Ich habe Angst, dass gleich meine Schaufel kaputt geht, aber dann ist es halt so. Das war ein Laubbaum. Ich habe 2 verschiedene Laubbäume. Okay, dann pflanze ich hier den Kirschbaum. Und machen wir hier gleich eine zweite Reihe, oder? Hier kommt dann der Apfelbaum hin. Aber direkt hintereinander in zweiter Reihe sieht vielleicht blöd aus.
Machen wir lieber ein Feld Abstand. Nein, warte. Machen wir noch, genau. Machen wir es noch hier. Erstmal. Mal schauen. Ist ja cool, dass man Bäume jederzeit jetzt verpflanzen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Aber jetzt lasse ich es dann erstmal so. So. Jetzt habe ich hier noch zwei Laubbäume. Was mache ich mit denen? Die verkaufe ich einfach. Ha, genial. Wobei ich auch mit der Axt ein paar Laubbäume fällen könnte. Ich glaube, man erkennt die bestimmt am Aussehen, oder? Kann das sein, dass Laubbäume dunkler sind als Apfelbäume? Kirschbäume. Oder ist das nur eine Wolke, die gerade drüber gezogen ist? Oder sieht der Stamm anders aus? Kann es wirklich sein, dass Apfelbäume und Laubbäume exakt gleich aussehen? Finde ich ein bisschen doof. Hm. Naja. Wer weiß. Wenn du gleich auch mal deinen Flughafen aufmachst, bringe ich dir noch einen Apfelbaum. Und anderes. Ach so, ich muss erst was machen. Ich dachte, das geht jetzt schon. Dann muss ich mal kurz zu meinem Flughafen gucken. Ich dachte, man kann mich eh besuchen einfach. Wenn man auf der Freundesliste steht. Dann schaue ich gleich mal. Solltest nur eine Obstsorte auf der Insel haben. Hä? Warum? Laubbäume sehen aus wie Obstbäume, genau. Achso, du meinst standardmäßig. Ja, ja, standardmäßig habe ich nur Kirschbäume. Hey, hey! Schauen wir mal. Besucher empfangen. Achso, ja, genau. Möchtest du jemanden aus deiner Nähe, Lokalmodus oder online? Online-Spiel. Verstanden. Dann lass mich mal eben schnell die Verbindung mit dem Internet herstellen. Rutter. Wen möchtest du einladen? Alles klar, ich öffne jetzt den Flugsteig. So. Oh, warte mal, Chatlog. Ach so, das ist die Nachricht von vorher. Die Bastelanleitung. Da ist die Axt neu. Die kann ich sogar herstellen, die ist sogar ganz leicht. Stimmt, für was brauchte ich denn gleich nochmal Eisenerz? Ah, hier, aber da brauche ich auch noch Hartholz, das wir jetzt mit der Axt eventuell auch kriegen können. Beste Freunde. Bei der Online, dann könnt ihr euch über das Internet Nachrichten schicken. Schließen. Annehmen. Okay. Okay. Genug Meilen gibt es auch wieder irgendwas. Obstbauer, weil ich Bäume gepflanzt habe. Ach so, warte mal. Kriege ich da pro Frucht quasi, oder wie? Einen Sticker. Bitte schließ das Fenster. Okay. Bin schon dabei. Das ist ja schon gut. Im Anflug. Ach, das ist jetzt der Ladebildschirm quasi. Okay. Wettertron, hallo. Willkommen zurück. Muss ich was machen? Nee, ich muss nur warten. Na dann. Hallo! Willkommen! Jetzt muss ich nochmal kurz in mein Handy kurz schauen.
Greif nach den Sternis. Oh, bin ich froh, wenn wir die Nukmeilen ausgeben können. Wir sind reich. Wir sind Nukmeilenreich. Wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass das gar nicht so viel ist, was ich jetzt habe. Aber es kommt mir vor, als wäre es echt viel. Fast 10.000. Das muss doch was wert sein. Naja, drei Viertel 10.000. So, schauen wir mal. Tja, wer weiß. So, ich habe doch noch einen, habe ich noch Steine, die ich hauen könnte? Ach ja, ich wollte mal, oh, Flaschenpost. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn wirklich? Und was ist das für ein Rezept? Die Wackelgießkanne, stimmt. Die habe ich noch gekauft. Ah, Flaschenpost, öffnen. Da ist, glaube ich, ein Rezept drin. Geschätzter Lisa, achtest du in angemessenem Maße auf dein Erscheinungsbild? Wer sein Aussehen ändert, benötigt einen Spiegel. Mit meiner Anleitung kannst du einen anfertigen, wenn dir der Sinn danach steht. Cool. Holzspiegel, erlernen. Was brauchen wir denn dafür? Sand und Holz. Hallo. Und die 1000 Sternis kann ich auch gleich mal in meinen Geldbeutel stecken. Ah, da unten kann ich mich umziehen. Danach habe ich schon gesucht. Okay. Ah, ein Geschenk. Eine Hängematte. Ups. Dankeschön. Wie kann man denn irgendwie Emotionen ausdrücken? Das kommt noch, oder? Schluss machen. Nichts. Nichts machen. Eine Hängematte. Wo stellen wir die denn hin? Eine Herausforderung. Stell die mal hier auf. Oh nein. Ach so, ich kann nichts aufstellen, während Besuch da ist. Na gut, okay. Wenn das so ist, dann suche ich mal, ob noch irgendwo Steine rumstehen. Ich dachte, es gäbe noch mehr Steine. Aber vielleicht täusche ich mich. Ah, da ist ein Stein. Kablemo. Ein Insekt, eine Assel. Schnell. Yes. Oho. Eine Kugelassel. Das hast du vermasselt. Wer, die Assel? Oder wie? So, jetzt passt auf. Jetzt werde ich mal noch mit meiner Schaufel, wenn ich sie denn finde. Ach so, ich muss kurz zu Tom Nook reingehen. Ich muss mir kurz die Axt basteln. Ich will jetzt nämlich mal ein paar Bäume fällen. Wir haben hier genug Kirschbäume auf der Insel. Ich kann ruhig passieren. Für den Apfelbaum musst du mich als besten Freund hinzufügen. Ich dachte, das habe ich gemacht. Ich dachte, das haben wir schon. Aber ich schaue nochmal. Unterwegs. Beste Freunde entfernen. Doch, doch, wir sind schon beste Freunde. Müsste eigentlich gehen. Besteste Freunde ever. Cool. Blub, blub, blub. So, was haben wir denn hier? Was wollte ich? Den Holzspiegel. Stimmt, aber vor allem wollte ich auch... Was brauche ich denn hier? Holz. Wer hätte das gedacht? Was wollte ich machen? Eine Wackelaxt. Weil jetzt können wir ein paar Bäume fällen und kriegen Weichholz und Hartholz. Wahrscheinlich, je nachdem, was wir fällen. Oder irgendwie sowas. Mal schauen. Ich hau einfach mal Bäume um. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welche. Die sind alle so schön. Die sind alle gleich schön. Ich hau den da mal um. Ups. Aha, ich kann also Hartholz und Weichholz raushauen, ohne hier unbedingt... Ah!
bist im Niemandsland. Ohne unbedingt die Bäume gleich kaputt zu hauen. Alles klar, interessant. Jetzt muss ich nur mein Inventar aufräumen. Ich glaube, ich muss kurz Sachen bunkern einfach. Ich werde vor meinem Haus mal ein paar Sachen aufstellen. Zum Beispiel die Kugelassel. Die werde ich hier mal platzieren. Ach, während Besuch da ist, kann ich nichts platzieren. Nein! Ach so, genau. Zwei Sachen, die ich eh machen wollte. Ich pflanze jetzt die beiden Laubbäume, nur um die dann umzuhauen. Ich will die wirklich mal fällen. Mein Gott, ich habe zu viel Werkzeug. Ah ja, pflanzen geht, nur platzieren geht nicht. Interessant. Könnte es sein, dass die wirklich ein bisschen dunkler sind, Laubbäume, jetzt wo ich so sehe, im Vergleich zu dem, dann wäre das da wahrscheinlich ein Kirschbaum und das da oben wieder ein Laubbaum. Könnte man sich einbilden, ich bin mir nicht sicher. Aha, ich glaube, so kann man Bäume gar nicht mehr fällen, anscheinend. Naja, dann stehen jetzt hier zwei hässliche Bäume. Ich kann sie wieder ausgraben. Hör, meine Tasche ist voll? Mit was denn? Holz und Weichholz. Es gibt aber eben auch noch Hartholz. Ich verstehe. Ich glaube, ich muss... Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich während ich Besuch habe nichts aufstellen kann? Was verkaufen kann ich? Kaufen wir was, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Das hat deine Seite des Spiels noch nicht mitbekommen, dass wir beste Freunde sind. Ja, ich habe das erst angenommen, während du schon connected hast. Vielleicht hast du deswegen noch nicht den Status bester Freund oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe jetzt immerhin einen Apfelbaumsetzling. Das ist ja eh schon ziemlich cool. Genau, zumindest ist die Farbe nicht gleich. Ich habe auch das Gefühl, dass die dezent unterschiedlich sind. Nee, ich will gar nichts an der Werkbank tun. Ich habe mich vertan. Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du anzubieten? Bin mir selber nicht sicher. Wie wär's mit einer Makrele zum Beispiel? Eine Makrele und 50 Unkraut. Was sagst du dazu? Oh, da hast du ja einiges dabei. Ich rede das mal kurz zusammen. So. 650 Sternis. Abgemacht. Die Firma dankt. Cool. Dann gehen wir jetzt noch ein paar Holzarten sammeln. Das heißt, man muss jetzt Bäume oder... Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas ist jetzt mit Bäumen anders. Die kann man nicht mehr so fällen wie früher. Die Fellregeln haben sich geändert. Baumfellregeln. Jetzt stehen hier... Irgendwie stehen mir die fast zu nah zusammen. Ich glaube, ich muss nachher die Obstbäume ein bisschen weiter auseinander bauen. Das gefällt mir gar nicht. Das ist echt cool. Das ist genau die Animation aus Smash Brothers. Wenn man einen Baum gepflanzt hat und dann mit der Axt angreift. Ein Besucher verlässt die Insel. Tschö. Dann hat man genau die gleiche Animation. Die ist sehr schön in Smash Brothers eingefangen. Mach's gut. Ist cool. Ist cool, dass wir jetzt schon befreundet sind. Dann können wir uns öfter mal besuchen. Ist bestimmt interessant. Und, bringt auch was. Damit du wieder bauen kannst. Dankeschön. Aber ich bin eh gerade noch am Holz hauen. Aha. Ein Stein. Ich muss echt. Ich hoffe, ich krieg bald eine Kiste oder so. Ich glaube, wenn man ein Haus hat, dann kriegt man Lagerplatz, oder? Ups. Damit man ein bisschen Sachen lagern kann. Aber jetzt sammle ich mal ganz viel von dem Holz, weil ich glaube, dann können wir wieder
Zumindest können wir dann unsere eigene Werkbank bauen. Das ist schon mal cool. Irgendwie ist das nett, dass man die Bäume nicht mehr umhauen muss für Holz. Einfach nur anhauen. Ey, hast du mal ein Holz? Was, ich habe im Inventar Platz für Unkraut? Wirklich? Weil dann pflücke ich Unkraut, wenn wir schon hier spazieren gehen. Warum denn nicht? Bei mir ist auch mit Voice Chat. Ich werde das Spiel wahrscheinlich eher abends auf der Couch spielen. Da ist Voice Chat immer blöd. Ich spiele so Spiele meistens so abends nebenbei, wenn der Fernseher läuft mit Merlin auf der Couch. Da bin ich nicht Voice Chat kompatibel bei solchen Spielen. Oder grundsätzlich eigentlich eher nicht. Und noch dazu bräuchte man dafür die App. Ach so, außer ihr macht das über Discord. Ich habe diese Nintendo-App nicht mal. Da ist schon wieder ein Stein. Ich dachte, ich habe schon alle weggeklopft. Aber scheinbar nicht. Ah. In die falsche Richtung. Gedrückt offensichtlich. Oh, Sternis. Yeah. Awesome. Boah, nicht ins Wasser fallen. Holz. Oh, oh, meine Axt ist kaputt. Naja. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber ein bisschen Holz konnten wir sammeln. Sogar ein bisschen viel eigentlich. Jetzt... Ah, ich habe wieder einen Platz frei. Klar, die Axt ist kaputt gegangen. Cool. Schauen wir mal, was wir craften können. Craften. Die App nutzt doch niemand für den Voice-Chat. Ja, das kann schon sein. Hab damit ein altes Design importiert. Ah, das ist natürlich cool. So. Was können wir jetzt herstellen? Schauen wir mal. Eine neue Axt, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Ah, ja. Ein Spiegel und eine Werkbank, die würden mich sehr interessieren. Vor allem der Spiegel, dann können wir unser Aussehen verändern. Und Bauklötze? Ein Waschbottich. Ja, theoretisch brauchen wir schon einen Waschbottich. Wir können ja nicht immer mit der gleichen Kleidung rumlaufen. Stelle ich unten ans Meer oder an den Fluss oder so. Das ist eine gute Idee. Aber jetzt machen wir erstmal die Behelfswerkbank. Dann müssen wir wahrscheinlich nicht immer zu Nook kommen. Es sei denn... Nee, ich kann beides machen. Nee, kann ich nicht. Ich habe nur ein Eisenerz. Spiegel oder Werkbank? Ich nehme erst die Werkbank. Die ist, glaube ich, wichtiger. Der Spiegel ist eher so ein Gimmick. Die Werkbank kann ich, glaube ich, wirklich brauchen. Denke ich zumindest. Dann mache ich einen Waschbottich. Weil, warum nicht? Und mehr machen wir, glaube ich, leider nicht mehr. Die Gießkanne. Stimmt, wenn ich Blumen pflanzen will, bräuchte ich eine Gießkanne. Ich glaube, ich habe einen Plan. Den Spiegel brauchst du eh erst, wenn du neue Frisuren oder so freigeschaltet hast. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Aber gut. Was ich jetzt machen werde. Mein Gott, ist hier viel Unkraut. Ich glaube, mit dem Unkraut kann man reich werden, oder? Ich glaube, das Unkraut reicht zum Reichwerden. Der Baum hier, der muss weg. Mist, ich habe keinen Platz im Inventar. Ach so, jetzt kann ich ja die Hängematte und den Waschbottich und das alles platzieren. Stimmt, ich wollte ja den Waschbottich hier an den Fluss stellen. Das mache ich jetzt mal. Aber eher da oben, glaube ich. Im Grunde kann man immer einen Inventarplatz für Unkraut einplanen. Habe ich das Gefühl. So, der Waschbottich, der muss ans Wasser, finde ich. Kann ich den auch benutzen? Nee, schade, keine Animation. So, dann das Flaschenschiff. Das kommt rein in die Bude. Die Hängematte und die Behelfswerkbank, die werden aber nach draußen aufgestellt. Du bist gemeint, du hast Pokémon während des Streams hochgeladen. Ja, die Let's Plays, die gehen während des Streams ganz normal online, als wäre nichts. Die sind alle voreingestellt. Da ändert sich nichts.
Aber die werden ja nicht schlecht. Die laufen ja nicht weg. Ihr könnt ja beides parallel gucken. Das habe ich mir vor kurzem wieder mal gedacht. Wie super das wäre, wenn das gehen würde. Dass man einfach so ein Hirn hat, das zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Quasi ein Bewusstsein, aber zwei unabhängig voneinander getrennte Gehirne und Wahrnehmungsapparate. So dass man einfach parallel zum Beispiel lernen oder arbeiten und Animal Crossing spielen kann oder so. Das wäre so super. Aber leider geht das nicht. Okay, Behelfswerkbank. Die stelle ich, glaube ich, lieber irgendwo. Die Bäume hier müssen unbedingt weg. Ich habe noch zwei Stärke. Die nutze ich, also zwei Kirschpower quasi. Die zwei Kirschpower nutze ich jetzt, um die beiden Bäume hier noch auszugraben wieder. So. Und der Baum muss auch weg. Ach verdammt, jetzt habe ich keine Kirschpower mehr. Und keine Kirschen, weil ich alle verkauft habe. Jetzt haben wir den Salat. Und es wachsen auch nirgends mehr Kirschen. Meine Kirschpower für heute ist aufgebraucht. Da hinten liegt noch Holz, sehe ich gerade. Ups. Genau. Keine Kirschen mehr weit und breit. Ist auch wurscht. Ist nicht so wichtig. Ich kann trotzdem schon mal anfangen mit meinem teuflischen Plan, auch wenn der Baum hier stört. Aber den können wir auch morgen wegmachen oder wenn wieder Kirschen wachsen. So, lasst mich kurz überlegen. Als ersten Schritt meines teuflischen, diabolischen Superplans. Ich kann das auch hier irgendwo, oder? Schauen wir mal. Werde ich die beiden Bäume verkaufen. Das gehört nicht wirklich zu meinem diabolischen Superplan, aber ich möchte ein bisschen Platz in meinem Inventar haben. Ich habe kein Problem damit, zwei Streams anzuhaben und dabei selber zu zocken. Ja, aber wenn beide reden, das ist ja das Problem. Dann redet man übereinander und dann versteht man nichts mehr. Da muss man einen muten. Selber zocken, um was schauen, geht in der Regel. Aber ich meine jetzt wirklich, wirklich zwei voll unabhängige Bewusstseins im Grunde. Oder die Fähigkeit, vollkommen konzentriert zwei verschiedene Sachen zu multitasken. Ohne, dass das darunter leidet. Oder ohne, dass ich irgendwas dadurch, ne? Naja, was wollte ich machen? Ach ja, genau, verkaufen. Willkommen, Zeppoloni. Was kann ich für dich tun? Ich will was verkaufen. Ja, gerne. Was hast du anzubieten? Show me what you've got. I have a Laubbaum. And another Laubbaum. Two Laubbaums. For the price of one. Nee, for the price of two. Eigentlich. Oh ja, 240 Sternis pro Laubbaum. Nö, warum nicht? Ich meine, ich habe Laubbäume in der Hosentasche. Das allein sollte schon irgendwie, oder? Für Erstaunen sorgen. Diabolisch, Meister. Damit macht ihr die Umwelt kaputt. Nee, nee, mein diabolischer Plan geht jetzt erst los. Ich werde alle Bäume ausgraben und an den lokalen Tante-Emma-Laden verkaufen. Das ist mein diabolischer, teuflischer Plan. Nee, in Wirklichkeit werde ich Designs erstellen. Und zwar viele Designs. Wie viel kann man denn speichern? Zum Glück kann man viele eigene Designs speichern. Das ist gut. Ich habe nämlich vor, viele eigene Designs zu erstellen, die ich jetzt brauchen werde. Anziehen. Was? Design ändern. Während der Flugsteig geöffnet ist, kannst du Designs nicht verändern. Dann gehe ich schnell den Flugstein schließen. Schleigen. Den Schlugflein
gießen. So, jetzt stimmt's. Den Krug, das Krugschwein gießen gehen wir jetzt schnell. Und dann werde ich, warum kann man so viele Sachen nicht machen, während man online ist? Naja, wahrscheinlich, weil wenn jemand kommt oder geht, muss alles neu geladen werden, dann verliert man seinen Fortschritt oder es gibt Fehler, dass nichts gespeichert wird. Oder so. Flugsteig schließen. Du möchtest die Kommunikation also einstellen und den Flugsteig schließen? Dann schlag mal den Schlugschlick in der Schluppenbladendeten. Gut, danke. Flugstein geschlieden. Flugsteig geschlossen. Flugsteig. Kann man da eigentlich runtergehen zum Schiff, zum Flugzeug? Leider nicht, schade. Flugschweig gestrichen. Okay. So weit, so gut. Schritt 1 abgeschlossen. Schritt 2, wir machen ganz viel Designs. Design ändern. Und zwar mache ich jetzt ein Blumenbeet-Design. Und ich habe jetzt vor, und deswegen brauchen wir leider sehr viele dafür. Ich mache ein Feld, wo einfach nur komplett Erde drauf ist, so eine Erdtextur. Mache dann Rand für die rechte Seite, Rand für die linke Seite, Rand für oben, Rand für unten und Eckteile. Und dann kann man quasi Blumenbeete in beliebiger Größe machen. Und die bepflanze ich dann mit Blumen. Das ist der Plan. Mal schauen, ob das funktioniert. Dafür brauchen wir jetzt erstmal... Nehmen wir den hellen, erdigen Ton. Gibt's auch gleich... Kann ich auch gleich... Palette wechseln? Gibt viel mehr Farben. Oh, das ist gut. Aber heißt das dann... Das ist jetzt die Frage... Ah ja, hier sind sehr viel erdige Farben. Ja, das ist eine gute Palette. Die brauchen wir. Und dann... Es ist auch schon alles standardmäßig braun. Oh, das ist ja eine super Palette. Das ist ja genau die Palette, die ich brauche. Dann nehmen wir mal den Stift. Und nehmen mal... Ne, das ist nicht gut. In einem anderen Braunton ein paar Flecken. Und in einem hellen Braunton auch noch ein bisschen was. Ich lade gleich mal meine Designs vom 3DS auf dem PC und erstelle dir mal einen Animal Crossing Design Channel im Discord. Ah, das ist eine gute Idee. Kann man dann mit der Handy-App auf die Switch laden. Das ist cool. Das ist eine gute Idee. Moment mal, sind die gestrichelten Linien jetzt auch auf meinem Design? Verdammt, die will ich eigentlich nicht. Ah, das ist ein bisschen doof. Ich habe zu viele unterschiedliche Pattern gemacht. Ich denke mir gerade, wenn man da größere Felder macht, wiederholt sich das zu sehr. Das merkt man, glaube ich. Ich sollte nichts machen, das so hohen Wiedererkennungswert hat hier. Okay. Übermalen wir auch.